Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Welch kuriose Zeit, in der wir uns angesichts der Corona-Krise wiederfinden, liebe Gemeinde. Seit den letzten Wochen geht mir immer wieder der Gedanke durch den Kopf, ohne Gottesdienst soll es Ostern werden? Wir Pfarrkollegen hier in Weinsberg haben uns verständigt und sind uns einig, nein, das kann nicht sein. Deshalb haben wir diese Form hier gewählt. Und Sie sind herzlich eingeladen, mitzufeiern, mitzusingen, mitzubeten. Ja, liebe Gemeinde, gerade jetzt braucht es das Osterfest, die Feier der Hoffnung und des Lebens. Gottes Hoffnung wird nicht sterben und ebenso nicht das Leben. Selbst inmitten dieser krassen Zeit. Die Hoffnung bleibt, am Ende wird alles gut. Das feiern wir jetzt mit dem Osterfest. Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Singen wir gemeinsam das erste Lied. Gemeinsam beten wir Psalm 100. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen.
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Thank you.
Auch wenn wir heute nicht hier in der Kirche zusammen sind, dann sind und bleiben wir das auch in diesen außergewöhnlichen Tagen. Gemeinde Jesu Christi. Wir müssen Ostern feiern, wie wir es uns niemals hätten vorstellen können. Wir hier in der leeren Johanneskirche, Sie zu Hause vor den Bildschirmen. Und doch sind wir verbunden im Vertrauen auf den, dessen Auferstehung wir heute feiern. Gerade heute hören wir das Doppelte, fürchtet euch nicht, mit besonders aufmerksamen Ohren. Fürchtet euch nicht, ruft der Engel den Frauen zu, die voller Schrecken vor dem leeren Grab stehen. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus, der Auferstandene, zu ihnen und schickt sie zurück in ihr Leben. Fürchtet euch nicht. Auch uns heute ist das gesagt. Uns, die wir so viele Sicherheiten verloren haben und die wir sorgenvoll in die Zukunft blicken. Fürchtet euch nicht. Der, den ihr tot glaubtet, ist bei euch und steht euch zur Seite. Liebe Gemeinde, Ostern ist das erste, das früheste und das wichtigste Fest der Christenheit. Worum es geht, beschreibt der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Wenn sich in diesen Tagen der Winter endgültig davonmacht, wenn wir zuschauen können, wie Zweige anfangen zu blühen, dann vertrauen wir dem Leben stärker als dem Tod. Dann hat der Tod keine feindliche Macht mehr über uns. Die Welt erweist sich als Gleichnis für Gottes Güte. Wir sehen in ihr eine Entsprechung zu dem, was Gott mit dieser Welt vorhat. Dass das Leben siegt. Denken wir an das wunderbare Lied, das wir heute anlässlich der Zerstörung Weinsbergs vor 75 Jahren singen werden. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, dass das Leben siegt. Aber das Leben siegt nicht immer. Unsere Welt liegt im Streit mit Gott und im Streit mit sich selbst. Menschen hadern mit ihrem Schicksal und sehen sogar den Tod herbei. Manche sind des Lebens so überdrüssig, von Krankheit so gezeichnet, von Leid so überwältigt, dass sie am liebsten den Termin ihres Todes selbst bestimmen würden. Das Leben ist ihnen so sehr zum Feind geworden, dass sie sogar bereit sind, den Tod als Freund zu begrüßen. Doch stärker als solche Gedanken ist die Liebe zum Leben. Stärker ist die Hoffnung auf Gesundheit, auf Frieden, auf Auskommen, auf Liebe. Für all diese Gestalten der Hoffnung ist der Tod ein Feind. Der Tod von Krankheit, durch Gewalt, durch Armut oder durch Einsamkeit. Mit diesen Mitteln dringt er durch alle möglichen Ritzen in unser Leben ein und macht sich breit, wo er nur kann. Das tödliche Gift von Krankheit, Gewalt, Armut und Einsamkeit breitet sich so aus. Es lähmt die Kraft zum Leben, es befördert den unzeitigen Tod. Deshalb sind Christinnen und Christen Protestleute gegen den Tod, finden sich nicht mit ihm ab und begehren gegen ihn auf. Sie widerstehen dem scheinheiligen Frieden mit dem Tod, nachdem es Gott gefallen haben soll, ihn zu schicken, wann und wie auch immer. In seinen Leichenreden hielt Pfarrer Kurt Marti dem entgegen. Ich zitiere: Dem Herrn, unserem Gott, hat es ganz und gar nicht gefallen, dass Gustav E. Lips
durch einen Verkehrsunfall starb. Denn erstens war er zu jung, zweitens seiner Frau ein zärtlicher Mann, drittens zwei Kindern ein lustiger Vater, viertens den Freunden ein guter Freund, fünftens erfüllt von vielen Ideen. Was soll jetzt ohne ihn werden? Wer spielt mit den Kindern? Wer ersetzt einen Freund? Und wer hat die neuen Ideen? Dem Herrn, unserem Gott, hat es ganz und gar nicht gefallen, dass einige von euch dachten, es habe ihm solches gefallen. Im Namen dessen, der Tote erweckte, im Namen dessen, der auferstand, wir protestieren gegen den Tod von Gustav E. Lips. Zitat Ende. Kein Zweifel, liebe Gemeinde, wer so protestiert, hat Jesus auf seiner Seite. Und so protestieren wir auch heute gegen die irrige Vorstellung, Gott habe es gefallen, ein Virus zu schicken, um die Menschen zu strafen. Gott will nicht unser Leid, er will unser Leben. Und mitten hinein in das, was uns dieses Leben gerade so schwer macht, hören wir heute sein "Fürchtet euch nicht". Christ ist erstanden. Halleluja. Amen. Das sichtbare Zeichen dieses Protestes, dass Gott nicht unser Leid will, sondern unser Leben, ist die brennende Osterkerze. Und so soll sie auch an diesem Osterfest entzündet werden, mit den Worten, wie es jedes Jahr geschieht, liebe Gemeinde. Ostern ist das Fest des Lichtes, das Fest, das die Dunkelheit überwindet. Das feiern wir an diesem Ostermorgen, dass es Licht gibt in tiefster Dunkelheit, dass das Dunkel nicht entscheidend ist, sondern dass Gott uns sein Licht schenkt. Wir feiern Jesus als das Licht der Welt. Er ist aus der Nacht des Todes auferstanden. Er gibt uns Grund zur Freude. Er macht das Leben von uns Menschen hell und gibt uns Hoffnung, Mut und Kraft, unseren Lebensweg zu gehen. Wenn wir unsere Osterkerze jetzt anzünden, soll uns ihr Leuchten daran erinnern. Fürchtet euch nicht, Christ ist erstanden. Halleluja.
letzten Wochen liegt mir das Gebet mehr am Herzen, als es das sonst tut. Im Gebet, da bin ich nahe bei den Menschen, die mir lieb und teuer sind. Im Gebet, da lege ich Gott die Menschen nahe, die mir, um die ich mich sorge. Im Gebet werfe ich Gott meine Fragen, meine Gefühle und Anfragen hin. Ich lade sie ein, nun einzustimmen in das Gebet, das mir im Moment auf dem Herzen liegt. Herr, unser Gott, so viel liegt mir auf dem Herzen. Manches wiegt schwerer, manches leichter. Es sind Fragen, Gefühle. Was passiert in unserer Welt? Es sind Dinge, die mir Sorgen bereiten, die mich traurig machen, die Wut und Ärger in mir hervorrufen und mich zweifeln lassen. Ich will glauben, dass wir nicht dem Tod, sondern der Auferstehung anheimfallen. Ich bitte dich, festige in mir dieses Vertrauen, dass das Leben, dass dein Leben stärker ist als der Tod. Stärke in mir und in uns allen die Gedanken des Lebens, dass unser Blick aufsieht und weitersieht, dass wir sehen, was zu tun ist, was wir tun können und was trotz allen Einschränkungen an Blütenzweigen zwischen uns wächst. Herr, unser Gott, lass in uns, um uns und um uns herum die Liebe des Lebens blühen. Lass Lebensliebe blühen und lege uns ganz besonders den Protest ins Herz, dass wir gegen den Tod aufstehen, wo wir ihn sehen, dass wir für die Auferstehung uns erheben, wo sie gebraucht wird. Ganz besonders lege ich dir und uns die Länder des globalen Südens, die Menschen, die dort leben, ans Herz. Hilf uns, sie zu sehen, den Blick nicht abzuwenden von ihrem Leid. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Amen. Und gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die uns Christus Jesus selbst ins Herz gelegt hat und die uns mit allen Menschen auf dieser Welt verbinden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen Gottes und teilt davon aus, wem immer ihr begegnet. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Musik.